Die Zwölfe zum Gruße, es geht weiter mit Memoria. Und Satya ist hier im Wald allein, verlassen. Und wir suchen die richtige Fährte. Und ich hoffe, dass wir die finden werden. Und ich jetzt hier nicht stundenlang, ja... Wo der wohl hinführt? Stundenlang irgendwie die falsche Richtung entlang laufe. Aber naja, wir haben jetzt hier auch verschiedenfarbige Beeren. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber wir können ja auch nur ausprobieren. Sind die letzten Blumen jetzt nicht mehr gespeichert, oder? Hm. Wo der wohl hinführt? Ja, dann führen wir mal... Folgen wir mal dieser Fährte hier. Das ist ja anscheinend das, was wir tun sollen. Wo der wohl hinführt? Ich weiß es nicht. Überall, wo so eine Fährte ist, legen wir das mal hin. Ich glaube, die eine Fährte ist wahrscheinlich mit roten Beeren für die eine Fährte und die andere, ja. Hier liegen nämlich noch unsere roten. Dann lege ich mal für die andere Fährte jetzt die blauen hin. Denn den hatten wir ja schon. Wo der wohl... Ach, da ist das Reh wieder. Ja. Es hat Angst vor mir. Verdammt! Ich hoffe... Ja, dann war das nämlich auch die Spur des Rehs, deswegen auch die roten Beeren. Aber wir haben am Anfang halt schon so viel rote Beeren gelegt, dass ich das hier nicht unterscheiden kann. Huch, was ist hier denn jetzt? Labyrinth überspringen? Nee, ich möchte das eigentlich noch weiter selber probieren. So gut ich halt kann. Wo der wohl hinführt? Nehmen wir mal hier jetzt blau. Nehmen wir mal jetzt einfach immer blau, damit ich das mit der alten Route... Wo der wohl hinführt? Mit der alten Route wenigstens so ein bisschen unterscheiden kann, selbst wenn hier keine Fährte liegt. Kann man die wieder aufheben? Ja, gut. Wo der wohl... Na, wo kommen wir jetzt hin? Ah, okay. Das ist nämlich jetzt eine andere Fährte. Hier sind aber auch rote Blumen. Wo der wohl hinführt? Dann nehme ich jetzt hier die blauen und lege die hier hin und gehe da lang. Hier war ich auch schon mal. Aber da noch nicht. Dann lege ich da jetzt wieder blaue hin. Okay. Daran sieht man, dass ich hier ein bisschen kreuz und quer laufe. Und ich sage mal Blumen, obwohl es Beeren sind, glaube ich. Da war ich schon, dann gehe ich jetzt hier lang. Ich glaube, ich gehe langsam auch schon wieder zurück, aber egal. Irgendwann sieht man ja wenigstens anhand der Beeren vielleicht einen Pfad, wo man auch noch nicht so lang gegangen ist. Egal ob rot oder blau. So, ich kann da lang, da kann ich nicht lang, ich kann aber da lang. Wo gehe ich denn dann mal lang? Nee, irgendwie will ich hier lang. Mhm. Geh mal zurück nochmal. Dann geh mal hier lang. Irgendwann muss es ja mal eine Route geben, die wir noch nicht hatten. Hier waren wir nämlich zum Beispiel noch nicht. Ohne einen Führer schaffe ich es nie dort hinauf.
Ohne einführen. Mhm. Und das war's jetzt hier. Jetzt sind wir bis zum Ende quasi gelaufen. Kein Hinweis oder so? Gibt's hier irgendwas zu sehen noch? Ohne einführen. Also sie will da auf die Berge. Wo der wohl hinführt? Geh mal zurück. Dann legen wir da blaue Bären hin, damit ich weiß, dass ich da schon war. So. Alles klar. Da sind wir auch schon lang gelaufen. Da kommen wir her. Dann gehe ich jetzt trotzdem nochmal hier lang. Und entscheide mich halt hier dann nochmal für diesen Pfad. So, und gehen da lang. Hier war ich natürlich auch schon. Irgendwann muss ich ja genug Bären mal gelegt haben. Ich gebe die Hoffnung aber noch nicht auf. Dafür habe ich das hier noch nicht lange genug gemacht. Jetzt war ich hier aber wirklich schon anscheinend. Dann probiere ich es doch nochmal mit diesem Weg. Aber ich kann doch da auch lang gehen. Willst du das nicht mal hier auf den Weg legen? Genau. Bären über Bären. Gut, dass sie so viele hat. Vor allem immer so einen ganzen Zweig auch und nicht irgendwie so zwei, drei nur. Naja. So. Nochmal ein paar blaue Bären hier hin. Können natürlich auch in den nebligen Weg reingehen, aber ich bleib mal einfach links jetzt. Irgendwann kann man sich den Weg vielleicht auch so ein bisschen merken. Wo man vielleicht gerade hergekommen ist, wo man stattdessen mal lang gehen kann. Hier gibt es zum Beispiel auch noch voll die Möglichkeiten. Ich bleib mal wieder weiter links. Huch, leg mal wieder blaue Bären dahin. Ich finde das gar nicht schlecht eigentlich. Weil selbst wenn man dann nochmal jetzt einen Weg geht, wo schon Bären waren, sieht man dann halt wieder, wo war ich noch nicht. Hier ist zum Beispiel nirgendwo was, doch hier sind ein paar rote, also gehe ich jetzt einfach mal hier in die Mitte. Vielleicht ist das ja auch der mittlere Pfad, wo ich hätte gerade eben lang gehen können. Sehen wir ja gleich, ob ich zurückgehe oder woanders herkomme. Ja, dann gehe ich jetzt hier lang, nach links. Ich komme zwar überhaupt nicht voran, aber irgendwie bin ich trotzdem guter Dinge. Hoffentlich verschwinden die aber nicht immer. Die Bären müssen natürlich auch da bleiben. Dürfen nicht woanders sein. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin hier auf einer Lichtung oder so? Gibt es hier irgendwas zu sehen? Hier gibt es nichts anzuklicken und es geht auch nicht weiter. Voll der Irrweg gewesen. Macht aber überhaupt nichts, weil wir jetzt wieder wo sind, wo wir vorhin nicht waren. Und wenn das so weitergeht, dann wird das auch so, dann werden wir auch ans Ziel kommen. Ne? So, jetzt gehe ich mal den Pfad entlang. Von dem bin ich, glaube ich, gekommen. Weiß ich gerade nicht. Doch, bin ich. Trotzdem mache ich mal blaue hin. Und dann nehme ich den da hinten. Ich bin von rechts hier gekommen. Also lege ich jetzt hier blaue hin. Da sind wir nämlich noch nicht lang gegangen. Jawohl. Da sind wir schon wieder. Macht aber nichts. Es gab immer noch Möglichkeiten, die wir noch gar nicht ausprobiert haben.
Hier ist nämlich auch eine Fährte. Habe ich hier, aber ich bin doch nach links gegangen, oder? Wo der oder? Wohl hinführt? Das ist jetzt ein bisschen komisch für mich. Habe ich hier nicht welche hingelegt gehabt? Dann sind die Blumen nämlich, die Bären verschwunden. Kann doch gar nicht sein, oder? Ja, das ist aber komisch jetzt. Wo der wohl hin... Wo ist denn dann die Fährte, die hier lang führt? Die hier, ne? Wo der wohl hinführt? Dann gehe ich jetzt hier nochmal weiter entlang dieser Fährte. Weil das ein roter Strauch ist, macht mir das jetzt mal eben nichts. Geh ich mal da lang. Hier war ich schon mal. Und hier war ich auch schon. Ich folge den roten Bären in der Hoffnung, dass noch was kommt, wo ich noch nicht war. Aber ich bin wieder hier gelandet. Das ist ja blöd. Gut, dann gehe ich wieder nach rechts. Und gehe mal weg hier aus diesem Eck, wenn ich hier nicht weiterkomme. Der Weg ist das Ziel. Was denn jetzt? Weil ich jetzt hier 1000 Versuche schon gemacht habe, oder was? So, dann lege ich hier mal wieder welche hin. Ich weiß, von hier komme ich. Bin nämlich immer nur links gegangen. So, trotzdem muss ja einen Ausweg geben. Was für ein Durcheinander. Jep. Blumen, Beeren habe ich ja auch noch. Gibt's auch noch mal ein paar neue Bären? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal, wo wollen wir lang gehen? Hier hin. Hier haben wir angefangen. Ich finde das nicht schlecht, dass wir hier wieder rausgekommen sind. Und diesmal versuchen wir es halt weiter, anders, wie auch immer. Hier ist wieder eine Fährte, da auch. Wo der wohl... Ich habe keinen Plan, Satya. Wir machen es einfach, legen unsere Beeren hin und probieren rum. Und hier war ich schon, das ist ja schön. Dann lassen wir das mal. Legen da welche hin. Aha, hier waren wir noch nicht. Jawohl. Ha, ich bin richtig. Er war hier. Erst hat er mein Kaninchen gefressen. Und dann... Und dann meinen Dolch in den Baum geworfen. Er macht sich wohl über mich lustig. Super. Er hat ihn genau so geworfen, dass ich nicht rankomme. Ja, passt zu ihm. Was haben wir denn hier noch so? Wir können hier wieder durch die Gegend laufen. Wahrscheinlich sollen wir aber erstmal da rankommen. Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Zusammenhang. Es wird schwierig. Offenbar wollte er ihn doch nicht haben. Können wir das mit dem Ast oder irgendwie überhaupt schaffen? Boah, wir haben auch keine Fähigkeit mehr und nix. Mit der Maske? Sie wirkt nur auf Menschen. Bis ich nicht weiß, was sie macht, behalte ich sie in der Tasche. Schon als Kind habe ich gelernt, damit umzugehen. Na dann? Ich esse sie besser nicht. Als Wegmarkierung taugt hellblaue... Vielleicht giftige Beeren. Als Wegmarkierung. Ja. Ich hab ja nichts. Der Weg, der... Er hat ihn gen... Ja, ich komme da einfach so nicht ran. Kaninchenreste? Da gibt es nichts mehr zu holen. Der Mistkerl hat das Tier bis auf die Knochen abgefressen. Und das war unser Kaninchen, was wir uns mühevoll gejagt haben. Und sie hat immer noch Hunger und irrt hier allein durch den Wald. Das ist nicht so toll. Hier muss er Rast gemacht haben. Mit dem Kaninchen, das ich gefangen habe. Genau. Schweinehund. Lieber nicht. Kann ich denn mit diesem Kaninchenrest noch irgendwas machen?
Gibt's hier sonst noch irgendwas außer diesen Wegen? Das ist ja was. Wo der wohl hinführt? Ja, ist ja schon mal toll, dass wir hier hingekommen sind. Gehen wir einfach mal hier weiter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas, dass wir unseren Dolch auch wiederholen können. Ja, wäre gut. Gehen ihr die Bären eigentlich auch mal aus oder warum sind hier zwischendurch doch immer diese Sträucher? Ah, wir sind hier wieder an einem Endpunkt angelangt. Das finde ich aber gut, dass das hier so relativ schnell kommt, weil sonst wäre es echt voll lange der Pfad. Und dann kann man sich echt schnell wieder verirren. Dann gehen wir mal diesmal hier an diese Abzweigung. Dornenbusch. Aha. Sie sieht aus wie alle anderen. Ich wette, man hätte jetzt mit dem Dolch, könnte man da rumfummeln. Ist das seine Spur? Wer weiß, auf jeden Fall haben wir den Dolch nicht, da können wir nichts machen. Weil wenn er am Dornenbusch lang gegangen ist, sind wir richtig. Ah. Das sind Korams Bestien. Ich habe noch nie welche in freier Wildbahn gesehen. Ein Glück, dass sie schon gegessen haben. Ein Glück, dass sie... Okay. Ist ja auch interessant. Kann ich die ärgern? Ich würde nicht lange... Besser, ich verschwinde. Ja, okay. Dann hauen wir mal ab. Vielleicht lässt sich da später noch was. Oder vielleicht retten die uns später. Ich habe keine Ahnung. Wer weiß, wozu diese Bestien gut sind. Oder sie sind einfach nur so da. Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt diesmal in die Mitte. Das wäre sowieso meine andere Wahl gewesen, wo ich jetzt geschwankt hatte, ob ich nach links gehe oder in die Mitte. Ja. Und rechts gibt's ja auch noch. Ach, ich mag nicht. Hier wieder irgendwie was. Aber ich mag vor allem jetzt auch nicht irgendwie wieder aus Versehen gerade zurücklaufen. Ich bin ein bisschen... Oh, wie blöd. Ich verirre mich hier echt noch. Es ist mega... Ja, jetzt fängt das bei mir an, so dieses Gefühl, scheiße, was ist, wenn ich mich doch verirre? Weil ich bin halt gerade weitergekommen und ich will es mir halt jetzt nicht versauen. Aber das hier sieht auch ganz interessant aus. Hier geht es so ein bisschen hoch und links. Ah, hier war ich auch noch nicht. Okay. Starr mich nur an. Du bist doch auch nicht schlauer als ich. Sieht aus, als sei ich dem falschen Schwein gefolgt. Okay. Ist hier irgendwas noch zu holen? Boah, macht ja nichts. Ich kann ja trotzdem hier auch wieder Bären hinlegen. Also, obwohl ich mich ja hier überhaupt nicht auskenne... Läuft sie jetzt auch nicht total blöd? Finde ich. Ich glaube, wir sind auch in einer völlig anderen Gegend als vorher. Von daher mache ich das einfach mal. Machen wir es so wie vorhin. Und ich halte mich wieder ein bisschen links.
Und bin jetzt hier wieder an so einer Stelle, aber... Sie sieht aus wie alle anderen. Geht's denn hier irgendwie rein, oder? Ja, dann ist das wohl eine Spur wieder von irgendeinem Tier oder so, weil diese Lichtung bringt mir ja nichts. Gut, ich gehe wieder zurück. Ich mag diese Stellen auch, wo ich einfach mal an so ein Ende gelange, weil dann weiß man ja, okay, ich bin eh auf dem falschen Weg, ich gehe mal woanders lang. Und die Idee mit den roten und blauen Dingern finde ich mittlerweile auch gut. So hat man wenigstens so ein bisschen Plan. Gehen wir mal hier in diesen total nebligen Weg rein. Gucken, wo der uns hinführt. Na, wo bin ich jetzt? Aha. Wahrscheinlich war ich hier schon, macht aber nichts. Gibt immer noch neue Möglichkeiten. Da ist nämlich die Sau wieder. Dann gehe ich eben wieder zurück. Ich weiß ja, dass ich hier schon war, weil hier die Sau ist, aber trotzdem lege ich mal welche hin. Ich meine, solange die Bären uns auch nicht ausgehen, ist es ja egal. Dann kann ich ja auch so viele legen, wie ich will. Und dann gehe ich mal da lang. Ja, sieht auch interessant hier aus. Die Bäume, es ist alles voll schön gemacht. Man hat ja auch so ein leicht mulmiges Gefühl. Alles ist so neblig und sie ist allein, sie hat Hunger. Das ist schon echt blöd. Und wieder eine Endzweigstelle irgendwie. Okay, war hier irgendwas noch? Nö. Gut, dann geh mal wieder zurück. Hier komme ich also nicht weiter, dann nehme ich mal diesen Weg hier runter. Totale Irrwege hier. Und dann... Ja. Mal rechts hier. Rechts ist, glaube ich, einfach auch immer zurück wieder, aber ich, naja. Was soll ich machen? Ich kann ja nur ausprobieren. So, jetzt sind wir wieder an der Dolchstelle. Ich würde sagen, das nächste Mal gehe ich dann da hinten nochmal lang. Weil ich jetzt hier wieder rausgekommen bin. Ich glaube, diesen Pfad haben wir dann auch noch nicht ausprobiert. Dann mache ich das mal. Und wir sehen uns im nächsten Part und ich hoffe, dass wir dann rausfinden. Wir sind ja aber schon irgendwie vorangekommen. Also so ganz falsch machen tue ich das ja vielleicht auch nicht, weil sonst würden wir ja nicht hier gerade sein. Wir sind schon mal so von dieser anderen Stelle weg. Sollten wieder rote Bären anfangen, weiß ich. Ich bin zu weit zurückgelaufen. Hier sind wir auf jeden Fall eher auf der Spur und wir finden den. Wir finden den blöden Rachwahn und wir werden uns an ihm rächen. Bis dann.